Und wir schalten jetzt zur Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz in die Staatskanzlei in Mainz. Schönen guten Tag, Frau Dreyer. Ich grüße Sie auch sehr herzlich. Frau Dreyer, Sie kommen sozusagen gerade aus der Telefonschalte mit der Kanzlerin und den weiteren Ministerpräsidenten. Die Kanzlerin hat dort einen wichtigen Satz gesagt. Sie hat gesagt, Pandemie kennt keine Feiertage. Dürfen die Menschen jetzt nicht mehr Ostern feiern? Naja, sie dürfen natürlich Ostern feiern, aber sie sollten nach wie vor einfach jegliche zusätzliche soziale Kontakte vermeiden. Das bedeutet, sie sollten keine Osterreisen machen, sie sollen nicht Familien besuchen gehen, sondern sie sollen in dem kleinen Kreis, in dem sie eben sind, auch einfach bleiben und Ostern mal so ganz, ganz anders feiern. Leider ist die Lage so, wie sie ist. Sie sollen vor allem nicht ihre Großeltern, Eltern besuchen fahren, weil das alles müssen wir vermeiden, um gerade die ältere Generation und auch Menschen mit Vorbelastungen tatsächlich zu schützen. Und dieses Gebot gilt weiterhin leider auch an Ostern. Erzählen Sie uns etwas aus dieser Telefonschalte. Wie dramatisch war dort das Bild, das Kanzlerin Merkel gezeichnet hat? Naja, wir sind ja alle als Regierungschef und Chefinnen tagtäglich mit dem Thema Corona sehr intensiv befasst. Und deshalb ist dieser Austausch für uns alle auch sehr wichtig, weil wir uns zum Ziel genommen haben, dass wir deutschlandweit agieren wollen, wenn immer es möglich ist. Und deshalb sind auch diese Abstimmungen sehr wichtig. Wir waren alle einer Meinung, dass es nicht genug Tendenzen im Moment gibt, was den Anstieg des Virus betrifft, dass man sagen kann, wir können jetzt irgendwie aufhören, sondern wir müssen weitermachen, wir müssen weiter restriktiv bleiben. Und der Appell heute ist wirklich auch genau auf Ostern gerichtet, weil wir üblicherweise Ostern ganz anders feiern. Und ich glaube, auch bei schönem Wetter die Lust der Begegnung steigen wird. Und deshalb so wichtig ist, nochmal zu betonen von uns allen, von allen Regierungschefs und Chefinnen, es ist nicht die Zeit, dass wir jetzt lax werden, sondern wir müssen uns streng an die Maßgaben halten, die wir die ganze Zeit ja auch durchgeführt haben. Wenn Sie die Zahlen sehen, und Sie stehen ja auch in Ihrem Bundesland mit den Ärzten in Kontakt, mit den Krankenhäusern, wie schlimm wird es? Wie sehen Sie die Situation? Ich sehe die Situation, dass sie nach wie vor sehr, sehr angespannt ist, dass sich jetzt in den letzten ein, zwei Tagen es sich etwas eingependelt hat, aber es lange nicht so ist, dass man aus dieser Tendenz irgendwie eine längerfristige Konsequenz ziehen könnte, sondern dass wir gehalten sind, diese Maßnahmen, die wir ergriffen haben, dass wir sie weiter durchführen. Wir haben eine große Verpflichtung und Verantwortung für unsere ältere Generation und auch für Menschen, die eine Vorerkrankung haben. Und ich möchte auch noch mal sagen, Rheinland-Pfalz liegt an der Grenze zu Frankreich. Wir erleben wirklich diese furchtbare Situation im Elsass. Wir haben viele Freunde auch in Italien. Wir sehen, was in diesen Ländern gerade stattfindet. Und wir müssen alles daran setzen, weiterhin durch eine Reduktion sozialer Kontakte, dass wir besser gerüstet sind und dass uns eben eine solche Welle nicht so erfasst, dass wir wirklich die Chance haben, mit diesem Virus umzugehen. Und das ist und bleibt eine ganz große Herausforderung für uns alle. Sie sprechen von der Viruswelle, gleichzeitig droht auch eine Pleitewelle. Das heißt, insbesondere die Wirtschaft macht Druck und sagt, wir müssen natürlich darüber sprechen, wie wir da wieder rauskommen. Welche Hoffnung können Sie denn machen? Wann wird es denn wieder normaler in Deutschland? Wir können kein Datum in der Zukunft setzen. Das ist einfach ausgeschlossen. Ich verstehe, dass sich ganz, ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen wirklich ernsthafte Sorgen machen. Aber ich möchte auch noch einmal sagen, es ist nicht nur so, dass wir viel, viel Geld, Milliarden und ganz viel Man- und Women-Power organisieren, damit das Gesundheitssystem funktioniert, sondern wir investieren auch einmalig hohe Beträge in unser Wirtschaftssystem, um Betriebe, Unternehmen, die betroffen sind, auch Selbstständige, ihnen wirklich eine Unterstützung zu geben, dass sie wirklich ihre Liquiditätssorgen überbrücken können. Das tut der Staat, das tut die Bundesregierung, das tun wir Landesregierungen und wir sind da wirklich auch sehr eng miteinander, weil wir die Not sehen. Nichtsdestotrotz, es gilt dennoch, der Gesundheitsschutz der Bevölkerung geht vor. Wir sehen, wie schwierig es ist für die Wirtschaft. Wir tun alles, um es abzumildern und wir müssen einfach ein bisschen noch auf Sicht fahren, bis klar ist, dass wir wirklich es erreichen, dass die Infektionskurve dauerhaft wirklich auch nach unten geht. Wie sieht es in Ihrem Bundesland aus, wenn wir darüber sprechen, dass es mittlerweile Debatten gibt, dass Firmen möglicherweise
umschwenken sollten aus der alten Tradition in eine Art Notfallwirtschaft und dann Masken und Beatmungsgeräte produzieren sollen. Wie sehen Sie das? Ist das möglich in Deutschland und muss so umgesteuert werden? Ich glaube, dass wir einiges aus dieser Krise werden lernen können und natürlich, dass wir so eine hohe Abhängigkeit bei sehr wichtigen Produkten haben, die im Medizinbetrieb so unbedingt erforderlich sind. Das ist sicherlich eine Frage, mit der man sich beschäftigen wird. Im Moment ist es so in Rheinland-Pfalz, dass wir eigentlich ganz viel Engagierte, wirklich auch sehr konstruktiv Mitwirkende hier haben. Und natürlich gibt es auch Debatten um die Beschaffung. Auch wir sind angewiesen auf Märkte im Ausland. Und wir haben auch viele, die im Bereich der Textilindustrie im Moment so am Überlegen sind, können wir auch etwas tun. Aber da geht es wirklich nicht um die medizinischen Schutzmasken. Da ist dieses Know-how nicht in unserem Bundesland zurzeit, sondern es geht tatsächlich darum, dass man auch ja zum Fremdschutz diese Community-Masken vielleicht auch mitproduziert. Ich bin sehr froh, dass wir zwei Hersteller haben, die Beatmungsgeräte produzieren. Das ist ja wirklich auch eine ganz hohe Technologie, die wirklich in Volllast produzieren und ihre Kapazitäten auch ausgeweitet haben. Auch Beatmungsgeräte brauchen wir zunehmend mehr. Und deshalb bin ich froh darüber, sagen zu können, dass wir das in unserem Land haben. Aber ganz sicher wird uns diese Frage, was die Schutzausrüstung betrifft für die Medizin, dieselbe Debatte haben wir beim Thema Medikamente. Wie stark müssen wir uns da auch vielleicht noch mal ein Stück neu orientieren? Gehen Sie davon aus, dass es zu katastrophalen Zuständen in Kliniken, in Krankenhäusern in Deutschland auch kommen wird, so wie in Italien? Meine Aufgabe als Regierungschefin ist es, alles daran zu setzen, dass wir nicht in solche schwierige Lagen kommen, sondern alles, wirklich alles zu tun, was in unserer Macht steht, um möglichst viele Menschen zu schützen vor dieser Infektion und umgekehrt auch unser Gesundheitssystem weiterzuentwickeln, sodass wir gut gerüstet sind. Und ich sehe, wie stark jetzt die Intensivkapazitäten in allen Krankenhäusern auch hochgefahren werden. Das ist bundesweit der Fall und da bleiben wir wirklich mit großer Kraft auch dahinter. Frau Dreyer, zum Abschluss eine persönliche Frage. Wie gehen Sie persönlich damit um, mit diesem Virus? Wie schützen Sie sich und wie viel Sorge und Angst haben Sie, dass Sie sich oder auch Ihr engster Familienkreis sich damit infizieren könnte? Also ich bin wirklich sehr, sehr konsequent. Wir haben schon sehr früh damit begonnen, auch beispielsweise hier in der Staatskanzlei die Gruppen zu trennen, sodass Menschen, die an Schlüsselpositionen sind, sich nicht begegnen, sich nicht persönlich treffen. Wir haben eigentlich die komplette Kommunikation inzwischen über Teleschalten oder über Telefonschaltkonferenzen organisiert. Ich selber halte mich auch mit sozialen Kontakten total zurück. Also ich bin im Grunde wirklich auch nur im engsten familiären Kreis zusammen. Und natürlich geht es mir wie jedem anderen Menschen in unserer Gesellschaft auch, dass ich mir immer auch Sorgen mache um meine Liebsten und einfach nur hoffe, dass das konsequente Handeln dazu führt, dass niemand von uns erkrankt. Herzlichen Dank für das Gespräch und bleiben Sie gesund. Danke Ihnen, Herr Ronsheimer, und bleiben Sie auch gesund. Dankeschön.